Also jetzt ist der ukrainische Präsident Selenskyj offenbar komplett durchgeknallt. Selenskyj hat in einem neuen Gesetz 10 Gebiete tief in Russland genannt, die laut ihm zur Ukraine gehören. Und da ist es doch super praktisch, dass der NATO-General Stoltenberg vorgestern der Ukraine erlaubt hat, Russland auch direkt anzugreifen. Also offenbar will Selenskyj jetzt diese russischen Gebiete erobern und ist damit wirklich komplett dem Größenwahn verfallen. Alle Details zu dieser Eskalation in diesem Video. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist offenbar Weltmeister darin, in seinem eigenen Kopf eine Realität zu schaffen, die absolut gar nichts mit der realen Welt dort draußen zu tun hat. Die ukrainische Gegenoffensive, die war ja schon kolossal gescheitert und vor kurzem ist jetzt auch die wichtige Stadt Avdiivka an die Russen gefallen. Letzte Woche hatte sogar noch eine ukrainische Parlamentsabgeordnete gesagt, dass man jetzt sogar Angst um die Stadt Kharkiv hat. Aber all das stört Präsident Selenskyj nicht und anstatt jetzt endlich mal Friedensverhandlungen mit Russland zu führen und damit zumindest mal den Rest seines Landes zu retten, hat er jetzt ein neues Dekret über russische Gebiete erlassen, welche eigentlich zur Ukraine gehören sollten. Auf der offiziellen Seite der ukrainischen Regierung kannst du Folgendes lesen. Ich mache mal direkt den Google-Übersetzer an. Auf der Seite präsident.gov.ua steht Folgendes. Beschluss des Präsidenten der Ukraine Nummer 17/2024 über die Gebiete der Russischen Föderation, die historisch von Ukrainern bewohnt wurden. Angesichts der Tatsache, dass Russland im Laufe der Jahrhunderte systematisch Handlungen begangen hat und weiter begeht, die darauf abzielen, die nationale Identität zu zerstören, die Ukrainer zu unterdrücken und ihre Recht auf Freiheit zu verletzen, auch in den von ihnen historisch gewohnten Gebiete im Kuban, dann Stadobutschina, keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht, Nord- und Ost, Slobodschina, die Grenzen des heutigen Oblaste Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Woronesch, Kursk und Rostow der russischen Föderation und so weiter und so fort. Gemäß Artikel 12 Absatz 3 des ersten Teils der Artikel 106 der Verfassung der Ukraine beschließe ich Folgendes. Erstens, das Ministerkabinett der Ukraine sollte unter Einbeziehung internationale Experten, Vertreter des Weltkongresses der Ukrainer, Wissenschaftler und der Öffentlichkeit einen Aktionsplan zur Wahrung des Nationalen ausarbeiten und dann dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine vorlegen über die Identität der Ukrainer in der Russischen Föderation einschließlich der von ihnen historisch bewohnten Gebiete. Und dann kommt jetzt wieder die ganze Aufzählung von den eben genannten Gebieten. Wow! Also der ukrainische Präsident hat hier allen Ernstes vor dem ukrainischen Parlament diesen Beschluss betroffen, der sich um Gebiete in Russland dreht, die seiner Meinung nach der Ukraine gehören, da sie historisch von Ukrainern bewohnt wurden. Und um euch mal ein kleines Bild davon zu geben, wo diese Regionen liegen, hier mal die Karte. Links siehst du jetzt die Ukraine und rechts siehst du Russland. Und zum Beispiel die Städte Krasnodar oder Woronesch, die liegen hier tief im russischen Gebiet, über 250 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Tja, und jetzt soll es, wie gesagt, einen Aktionsplan zur Wahrung der Nation soll der ausgearbeitet werden und dann dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat vorgelegt werden. Und immer wenn man ja vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat spricht, dann meint man damit ja die eigene Armee und die oberste Militärführung. Und jetzt zählen wir doch mal eins und eins zusammen. Selenskyj spricht hier über historische ukrainische Gebiete. Jetzt will er einen Aktionsplan zur Wahrung der Nation erarbeiten und das soll dann dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat, also dem Militär, vorgelegt werden. Das heißt also nichts anderes, als dass Selenskyj jetzt militärische Pläne über diese historisch ukrainischen Gebiete ausarbeiten will,
welche jetzt in Russland liegen. Also auf gut Deutsch einen militärischen Plan, wie man diese historisch-ukrainischen Gebiete wieder von Russland zurückerobert. Und sicherlich würde Selenskyj ja hier nie offiziell von einem Angriff auf Russland sprechen oder offiziell von der Planung sprechen, aber genau so hat das Putin nun mal aufgenommen. Russland spricht jetzt hier von einem möglichen Angriff der Ukraine auf Russland, um sich die oben genannten Gebiete zurückzuholen. Und wenn Selenskyj das jetzt wirklich vorhat, dann wäre das der reinste Größenwahn, ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal die aktuelle militärische Lage in der Ukraine anschaut. Aber von Selenskyj ist ja nichts anderes zu erwarten, wenn man sich auch immer anschaut, seine Pläne zur Rückeroberung der Krim. Wie gut das klappt, haben wir ja bei der letzten Gegenoffensive gesehen. Aber meine Lieben, es geht ja noch weiter, weil passend jetzt zu diesen Plänen über die historisch-ukrainischen Gebiete kommt jetzt zufällig die Unterstützung vom NATO-Chef Stoltenberg höchstpersönlich, der es Selenskyj jetzt offiziell erlaubt hat, auch Gebiete direkt in Russland anzugreifen. Und damit könnte er seinen Plan ja umsetzen. Die Financial Times schreibt, Kiew habe das Recht, russische Ziele außerhalb der Ukraine anzugreifen, sagt der NATO-Chef. Die Ukraine habe das Recht, im Einklang mit dem Völkerrecht russische Militärziele außerhalb der Ukraine anzugreifen, erklärte der NATO-Generalsekretär zum ersten Mal seit Beginn des umfassenden Krieges von vor 2 Jahren. Wow! Was für eine krasse Aussage. Ich meine, bisher hat man ja immer nur erlaubt, einen Verteidigungskrieg innerhalb der Ukraine zu führen, aber jetzt erlaubt man den, ach, ihr könnt auch Russland direkt angreifen. Also, der NATO-Chef erlaubt der Ukraine Angriffe auf Russland mit westlichen Waffen. Und das, meine lieben Zuschauer, ist so krass, das würde sogar die Existenz von Deutschland gefährden, weil NATO-Waffen sind ja auch die deutschen Waffen. Wir haben eine ganze Menge Waffen in die Ukraine geliefert. Und wenn jetzt deutsche Waffen Russland angreifen, dann wäre das ein Vertragsbruch des 2+4 Vertrages zur Wiedervereinigung von Deutschland, weil das wurde nämlich daran verboten. Damals, als es zur Wiedervereinigung kam, hat Russland auf dem Punkt bestanden, deutsche Waffen dürfen nie wieder Russland angreifen. Und das wäre ein klarer Vertragsbruch und würde die Lage eskalieren. Vor allen Dingen, weil die Ukraine jetzt ja auch die Möglichkeiten dafür bekommt. Vor kurzem haben sie jetzt ja ihre ersten amerikanischen F-16 Kampfjets bekommen und in Deutschland diskutiert man jetzt ja auch über die Taurus-Langstreckenraketen. Und deswegen hat Putin bereits auf diese Aussage von Stoltenberg reagiert und sagte, wenn F-16 Kampfjets der USA jetzt Russland angreifen, dann wäre die Ukraine nicht mehr das einzige Ziel. Also das wäre dann wirklich die maximale Eskalation für den Dritten Weltkrieg. Und da, meine lieben Zuschauer, kann ich mir echt nur an den Kopf fassen bei einer solch krassen Kriegstreiberei der westlichen Seite. Ich meine, klar, Putin zieht zwar auch sein eigenes Ding durch und eskaliert, aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir darauf mit maximaler Kriegstreiberei reagieren müssen. Und wenn Selenskyj jetzt sogar die Rückendeckung vom NATO-Chef höchstpersönlich hat und dann wirklich russische Gebiete angreift, dann versinkt die ganze Welt im Chaos. Ich meine, Selenskyj wollte die NATO ja schon in den Krieg reinziehen, als ukrainische Raketen in Polen eingeschlagen sind und zwei Polen getötet haben. Und Selenskyj meinte, das waren russische Raketen, jetzt muss die NATO sofort eingreifen. Und dabei waren das ukrainische Raketen, ja? Also der will, dass die NATO mit in den Krieg kommt, weil das würde ja Entlastung für ihn in der Ukraine bedeuten. Und das, meine lieben Zuschauer, ist mittlerweile auch genau das, was sogar unsere deutschen Politiker wollen und was in den Medien berichtet wird. In Deutschland wird jetzt ja massiv darüber gestritten, ob wir sogar Taurus-Langstreckenraketen liefern und damit könnte die Ukraine ebenfalls Ziele in Russland angreifen. Und das müssen wir wirklich jetzt komplett verhindern. Anstatt Taurus-Raketen zu schicken, sollten wir endlich mal Diplomaten schicken und endlich einen Waffenstillstand und einen Frieden
aushandeln? Warum kann unser Bundeskanzler Scholz oder Frau Baerbock nicht endlich mal eine Friedensinitiative starten und mit Putin reden? Ich glaube, die Baerbock hat seit dem Ausbruch des Krieges noch nie mit Putin geredet. Das kann doch nicht sein. Die ist Außenministerin. Die muss sich um sowas kümmern, ja? Dafür wird es wirklich endlich Zeit, weil sowohl der Krieg als auch diese ganzen Sanktionen zerstören komplett Europa und das will die europäische Bevölkerung nicht. Und deswegen endlich Schluss mit dem Krieg und auch Schluss mit den Sanktionen.